Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ring Fit Adventure. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, aber wenn ich so nach draußen gucke und grau in grau und Nieselregen sehe, also falls ihr meine Motivation findet, sagt Bescheid. Ich habe sie heute noch nicht gesehen, aber wie sagt man so schön, der Hunger kommt beim Essen, ne? Von daher gucken wir mal. Und stimmt, wir haben letztes Mal diese komische Abdo-Klamotte bekommen, zumindest das Oberteil. Und das sieht schon... Oh Gott. Also, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es sieht schon unfassbar schäbig aus. Ah, nun ja. Tag 26 heute? 25? 26. Verrückt. Dein Pfefferminz tröstet dich nun durch den Tag. Draghi, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich bei dir die Vermutung, dass es kein Pfefferminztee, sondern Pfefferminzschnaps ist. Aber ich möchte mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir machen nämlich in letzter Zeit häufig die Übung Core Twist und sollten auf die richtige Ausführung achten, habe ich gehört. Übungsintensität ist super. Vorerst. Stretching bitte. Bitte achte stets auf die richtige Haltung. Und los geht's! Hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Dehne dich nicht weiter, als deine Mobilität zulässt. Letztes Mal. Okay, gut. Nun heben wir die Fußknöchel nach oben. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Diese Dehnübung kann die Hüften lockern. Letztes Mal. Gut, genau so. Als nächstes dehnen wir den Rücken. Mache einen tiefen Ausfallschritt nach vorn. Belaste beim Absenken den vorderen Fuß nicht zu sehr. Halte den unteren Rücken gerade. Ein Durchgang noch. Okay, gut. Stehe nun etwas breiter. Hebe den Ringkorn über den Kopf und lehne dich zur Seite. Neige dich nur zur Seite, nicht nach vorn. Dehnst du Arm- und Hüftmuskulatur. Ein Durchgang noch. Gut gemacht. Jo, bei euch liegen 3 von 4 Leuten mit Noroflach. Dann auf jeden Fall gute Besserung. Unschön. Weißt du, die vermissten Kinder sehen, sie sind auf der Toilette. Sie haben Noro. Stretching Strahlemann. Oh wow, das ist ein Titel, auf den ich gerne verzichtet hätte. Aber hey, was tut man nicht alles für 300 Erfahrungspunkte? Was bisher geschah? Keine Angst vor bösen Monstern. Unsere Helden triumphieren und die Kinder sind wieder frei. Leider sind die lieben Kleinen noch immer Geister und harren der Wiederherstellung ihrer menschlichen Form. Stimmt, da war was. Und wir wollten bei dem Dinget hier weitermachen. I remember. Wo ging es denn eigentlich? Also das wollten wir zuerst machen. Wie siehst du? Ach, genau, und hier hatten wir auch 2 Optionen, wo wir weitermachen konnten, ne? Ja, oh Gott, das ist einiges zu tun in dem Level hier. Alright. Was war das doch gleich für ein Set? Das App-Set. Oh boy. Ja, gleich. Nee, achso, eigentlich wollte ich erst was anderes zum Aufwärmen machen. Nun gut, offenbar machen wir das zuerst. Eigentlich... Was soll's? Bein anziehen! Gott, das wird die Hölle, Alter. Das wird die Helle... Die Helle? Die helle Hölle. Gut. Schnallt eure Bauchmuskeln an. Wir werden sterben.
Los geht's. Achtung, Knie nicht zu weit ausstrecken. Wunderbar. Perfekt. Okay. Spitzenklasse. Jawohl. Fantastisch. Gut. Weiter so. Ganz toll. Spitze. Super. Toll. Elegant. Schön. Super klasse. Super. Super klasse. Okay. Du bist spitze. Okay. Gut so. Okay. Spitze. Genau. Super toll. Prima. Noch fünf. Super. Spitzenklasse. Genau. Noch drei. Spitze. Ganz toll. Weiter so. Noch einmal. Toll. Toll gemacht. Warst du denn gestern skaten? War ich tatsächlich. 20 Kilometer. Direkt morgens um 7:45 bis 9:30 circa. Da war das Wetter auch noch gut. Oh Gott. Oh. Die Armstütz gehen noch. Danach das Beinheben wird... Oh Gott. Und los geht's. Arme und Schultern nicht zu sehr belasten. Toll. Perfekt. Okay. Super. Fantastisch! Toll! Super toll! Super klasse! Gut so! Gut! Elegant! Okay! Super klasse! Jawohl! Du bist spitze! Schön! Spitze! Okay, noch 10. Wunderbar. Fantastisch. Prima. Elegant. Genau. Gut so. Spitze. Du bist spitze. Okay, noch 5. Super. Super klasse. Schön. Noch drei. Gut. Perfekt. Okay. Spitzenklasse. Noch einmal. Okay. Toll gemacht. Beinheben. Würden wir das ja dreimal machen, wäre es auf jeden Fall ein sehr kurzer Stream. Wobei nein, vermutlich nicht, weil ich zwischendurch ewig lange Pausen machen müsste, um nicht umzufallen. Gott, das sind aber auch die Übungen, die mich, es sind halt im Moment so sämtliche Übungen, die mich derzeit am meisten plätten. Das ist so zum Start vielleicht nicht die beste Option gewesen, aber okay. Beine einatmen. Jawohl! Super! Toll! Weiter so!
Schön! Okay! Super toll! Super klasse! Spitze! Ganz toll! Fantastisch! Wunderbar! Du bist spitze! Ganz toll! Genau! Jawohl! Elegant! Superklasse! Toll! Spitze! Gut! Perfekt! Prima! Spitzenklasse! Top 5. Okay. Super. Super. Top 3. Okay. Super klasse. Spitze. Noch einmal. Gut so. Toll gemacht. Bodenpresse. Mein Ziel ist es, dass wir, keine Ahnung, so Anfang August oder so, so in 2 Monaten, das Set nochmal machen und ich das dann einfach wegrauche. Das fände ich okay. Gucken wir mal, ob das machbar ist. Langsam beugen. Und langsam zurück. Halte durch, nicht nachlassen. Langsam beugen. Langsam beugen. Gemacht.
Kill me, please. Raps im Training kann man schnell lernen. Ja, auf jeden Fall. Also in 2 Monaten ist das auf jeden Fall machbar. Aber holy shit. Also die Übungen an sich sind alle okay, aber alle direkt hintereinander ist schon so... Oh. Holy smokes. Kann bitte jemand meine Bauchmuskeln abholen? Vor allem haben wir jetzt 6 Minuten Sport gemacht. Ich bin durch. Also nicht fertig, aber halt durchgeschwitzt so. Aber hey, wir haben ein Grapefruit-Smoothie-Rezept. Wenigstens kein Kohl-Smoothie oder so, nachdem wir hier schon Mais-Suppe und sonst was für Rezepte hatten. Okay, was kriegen wir hier? Das ist total okay. Der macht nämlich relativ viel Schaden. Der macht mehr als der Core-Twist. Dann... Der Core-Twist ist eigentlich entspannter, ne? Aber hier geht's nicht um entspannt. Wir müssten nächstes Level-Up auch noch eine Übung kriegen, ne? Meine ich. Es gibt doch einen Deutschen, der streamt. Hi, wie geht's dir? Erstmal herzlich willkommen im Stream. Und wir haben gerade das Hardcore-Apps-Set gemacht. Ich bin tot. Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Danke der Nachfrage. es gibt auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist. Es gab vergangenen Sommer auf jeden Fall ein paar deutsche Streamer, die das gestreamt haben. Spielst du das auch? Dein Zimmer ist auf dem Dachboden. Willkommen im Club. Ich bin zwar nicht auf dem Dachboden, aber ich habe auch eine Dachgeschosswohnung. Es ist traumhaft. Oh Gott, das sieht nach anstrengenden Buggies aus. Und Squats. Ich wüsste nicht, was ich jetzt lieber täte. Ach, wenigstens kein Fokus auf Apps. Das ist die Hauptsache. Los geht's! Schieß auf das Ufer! Ja, toll gemacht! Haben und wähle eine Übung. Abwärtspresse. Und los geht's. So trainierst du deine Brust. Genau. Du bist spitze. Super. Superklasse. Superklasse. Weiter so. Okay. Super toll. Okay.
Okay. Schön. Super. Wunderbar. Gut so. Toll. Perfekt. Spitze. Okay. Und Turbo. Okay. Weiter. Noch 10. Weiter. Okay. Jawohl. Genau. Super klasse. Noch 5. Echt sauber. Zum Angreifen. Bogenzug. Und los geht's. Ziele von deinem Gesicht weg. Jawohl. Super. Prima. Wunderbar. Du bist spitze. Schön. Super klasse. Gut so! Okay! Fantastisch! Okay! Perfekt! Prima! Genau! Spitze! Spitze! Super! Spitzenklasse! Gut! Und jetzt schneller! Ganz toll! Schön! Gut! Noch eins! Weiter! Toll! Noch einmal! Toll! Gut! Seitenwechsel! Und los! Die Ellbogen nicht sinken lassen! Superklasse! Weiter so! Toll! Elegant! Okay! Super toll! Perfekt! Toll! Super toll! Schön! Super! Spitze! Super klasse! Okay! Elegant! Ganz toll! Spitze! Super klasse! Du bist spitze!
so. Jawohl, schneller. Super. Okay. Weiter. Noch rein. Okay. Super. Noch einmal. Okay. Wahnsinn. Den Bauch stärker als die Arme. Arme und Schultern nicht zu sehr belasten. Wunderbar! Fantastisch! Genau! Gut so! Jawohl! Spitzenleistung! Ja, cool. Als ich gedacht habe, hey, wir kriegen auf 125 eine neue Übung, habe ich total auf eine Heilübung gehofft, die wir auf gar keinen Fall einsetzen werden. Ich fahre wie die Leute in deiner Stadt More Jump Pads. Großartig. Und ja, stimmt, ich habe die Dachgeschosswohnung in der Tat selber gewählt. Ich wollte keinen Trittschall von oben, nachdem ich das 7 Jahre lang in der Wohnung davor gehabt habe. Ziele von deinem Gesicht weg, finde ich bei der Bogenzugübung auch immer. Also, es. Wie soll man es auch anders machen? Also, wie soll man mit einem Bogen auf sich selbst zielen? Das ist physikalisch, glaube ich, einfach nicht möglich. Nein, ich möchte Beine auf und zu 2 nicht einsetzen. Vielen Dank. Achso, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Level, ne? Und nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte.
soweit es bequem ist, in die Hocke und strecken. Abschluss! Drecksnebel. Es wäre so viel entspannter, wenn man was sehen würde. Wärst du mal mit Nebelscheinwerfern? Fände das total gerechtfertigt. Pause, wat? Wasser trinken ist auf jeden Fall ein Deal. Machen wir gleich. Hat der Ring bestimmt als nächste Kraft. Nebelschlussleuchte in Ring Fit Adventure 2. So, neue Sidequest, okay. Oh nein, wir wissen genau, was das wird. Machen wir mal nicht heute. Gerne nächstes Mal, aber das Set mache ich heute nicht nochmal. Schon gar nicht für die Belohnung. Alter. Stattdessen würde ich hier, glaube ich, ganz gerne aufräumen. Oh Gott. Das ist nochmal wieder dieses Schirmgleiten-Minispiel. Und was ist das andere? Was ist denn das rechte Minispiel unter dem Münzenhüpfer? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ab in den Cola-Komplex. Na dann, Zähne putzen, kullern und ab ins Bett, würde ich sagen. Uno, dos, uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos.
Doch noch geschafft. Sehr gut. Haben und wähle eine Übung. Nochmal dran. Armdrehung. Die Arme drehen. Uno, dos, uno, okay. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, okay. Uno, dos. Ein Rücken- und Schultertraining. Okay, uno, dos. Hälfte geschafft. Dos, uno, noch 20. Dos, uno, dos, uno, okay. Uno, noch 10. Uno, dos. Noch 5. Sport macht Spaß. Runter in die Hocke und hoch. Abschluss! Die Steuerung ist einfach so geil. So, du nimmst halt komplett den Zug vom Ring und lässt ihn locker. Und der Charakter so, nee, ich fahre jetzt aber weiter und voll in die Stachelrollen rein. Ist mir auch egal. So. Ein Traum. Hmm.
Alrighty. Nein, Pause. Also ich glaube, ich würde es heute nicht total übertreiben, aber so 30 Minuten können wir schon machen. Hydraten, ja, auf jeden Fall. Schon dabei. So, ich will wissen, was da für ein Minigame hinter ist. Oh Gott, ist das dieses... Nee, das ist nicht dieser Squad Buggy, oder? Ich habe keine Ahnung. 4 Münzen hüpfen. Wähle eine Übung zum Angreifen. Das ist eine Menge. Ob wir die alle mitkriegen oder ob die einfach alle fliehen. Ja, eigentlich würde mir Gelb wird stärker reichen, aber nur Gelb wird stärker haben wir gar nicht, ne? Dann nehmen wir so ein Ding. Ich bin gespannt. Schön drehen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Beim Drehen einatmen, bei der Rückkehr aus. Und los geht's. Das trainiert deinen Rücken. Toll. Elegant. Prima. Fantastisch. Okay. Spitzenklasse. Wunderbar. Super. Superklasse. Perfekt. Okay, Spitze! Jawohl! Super toll! Ganz toll! Gut so! Okay, super! Schön! Schneller! Gut! Dranbleiben! Wunderbar! Noch rein! Weiter so! Okay, noch einmal. Okay. Gut, Seitenwechsel. Und los. Das Richtige für die Oberarme. Okay. Super klasse. Genau. Du bist spitze. Okay. Weiter so. Ganz toll. Schön. Elegant. Jawohl! Du bist spitze! Superklasse! Spitze! Genau! Prima! Perfekt! Okay! Superklasse! Okay! Wunderbar! Und jetzt schneller! Toll! Gut! Genau! Noch rein! Spitzenleistung. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber okay. 2000 Münzen nehme ich gern. So, was ist das? Es ist doch Quad-Parcours. Dammit. Na dann. Rollern wir mal den Stuhl ran.
du was? Na komm schon. So. Fertig. Los! Es ist mit Nebel gleich viel besser. Man ist bestes Level. Spitzenmäßig! Hervorragend! Bauchmuskeln anspannen und tief atmen. Gut! Super toll! Das ist super gelaufen. Großartig! Finde ich nicht. Den Rücken schön strecken. Das wird halt niemals für Rang D reichen. Im Leben nicht. Das ist einfach richtig mies. Echt klasse. Nee, ist es nicht. Je weiter du fliegst, desto mehr Punkte. Man sieht den Absprung halt auch gar nicht. Also es ist halt so, wenn... Das reicht? So, gut, dann. Aber ja, wie im Chat gerade schon steht, ich spiele an der Switch und es gibt halt eine extra sogenannte Capture Card für den PC, die halt das Signal von der Switch aufnimmt und das quasi wie eine Webcam behandelt. Grob gesagt. Das war schäbig. Wir kriegen das locker als Sidequest nochmal. Wenn wir das perfekt schaffen müssen, bin ich raus. Man sieht halt einen Scheiß. Ich bin zu alt, um solche Reaktionsgeschwindigkeit zu haben. Entschuldigung. So, was kriegen wir? Magische Kohlsuppe? Nein, Ingwer-Rezept. Ja, auswendig lernen sagt sie so einfach, aber ich glaube, die sind nicht immer gleich. Das Problem hatten wir schon mal irgendwo. So, jetzt 4 XP-Hüpfer mit 3. Okay. Wähle eine Übung zum Angreifen. Was nehmen wir denn mal? Ach, mal die Armstütz, die hatten wir schon so lange nicht mehr. Kopf
klasse! Okay, wähle eine Übung. Abwärtspresse. Und los, beim Drücken auch mit der Brust arbeiten. Toll! Spitze! Ganz toll! Fantastisch! Superklasse! Gut so! Toll! Elegant! Prima! Super! Spitze! Perfekt! Ganz toll! Genau! Wunderbar! Okay! Spitzenklasse! Jawohl! Gut! Superklasse! Spitze! Spitze! Okay! Du bist Spitze! Okay! Und Turbo! Schön! Okay! Noch 10! Toll! Sehr gut! Wunderbar! Wunderbar! Okay! Klasse Kampf! So. Oh Gott, jetzt das Ding noch. Wie viele Statpunkte haben wir? 3? Gott, wir haben auch die Locke von Abdo mitgeerbt, ne? Die hatten wir doch vorher auch nicht. Die gehört fest zur Klamotte mit dazu. Die ist künstlich. Crazy. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Tja, nehmen wir nochmal ein extra Herz mit, würde ich sagen, ne? Und dann bin ich mir nicht sicher, was ich in dem Skilltree noch möchte. Also ja, Abwehrglück, Powerphasenarm können wir auf jeden Fall mitnehmen. 15 Verteidigung ist okay. Seitliche Winkelhaltung war auch in Ordnung. Macht jetzt aber gar nicht mehr so viel Schaden, tatsächlich. Also die ist damage-technisch eher so lala. Wird Zeit, dass der Skilltree erweitert wird. So, dann machen wir das Gerappel noch. Und dann würde ich sagen, machen wir das Stand-Up-Paddle noch, wo das Ausrufezeichen im Moment dran ist. Also das mit dem roten Hintergrund. Und dann ist, glaube ich, gut für heute. Dann sind wir so bei gut 30 Minuten, schätzungsweise. Das reicht mir, glaube ich. Wie lange machst du noch und machst du das jeden Tag? Nein, ich mache das nicht jeden Tag. Jeden Tag Sport, also kann man machen, ist aber halt auch ein bisschen too much. Ist im Moment wetterabhängig. Also wenn das Wetter super ist, mache ich eher draußen Sport. Und mein Ziel ist im Moment so 4 bis 5 Mal die Woche Sport. Also 4 Mal klappt ganz gut, 5 Mal wird bestimmt auch bald was. Nee, aber so die letzten 2 Wochen hat 4 Mal die Woche Sport ganz gut geklappt. Diese Woche wird es wahrscheinlich nur 3 Mal. Aber ich hatte halt auch zwischendurch diese Woche meine Corona-Impfung und war halt 2 Tage echt außer Gefecht. Da ging halt gar nichts. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt schon wieder so fit bin. Gott, Turmsegeln bei Nebel wird doch einfach furchtbar, oder? Na, gucken wir mal. Achso, wie lange ich noch mache? Ja, also 2 Level jetzt tendenziell noch. Dann mache ich eine Unterbrechung, weil dann gehe ich erstmal duschen und dann zocken wir noch ein bisschen was anderes. We'll be right back.
fertig? Los! Den Fallschirm schön weit öffnen! Alter Finne. Deine Arbeitskollegen meinen, da du immer 3 Kilometer zur Arbeit gehst in 30 Minuten, dass du sehr sportlich bist. Ist okay, also kann man machen. Ich gehe halt auch zu Fuß zur Arbeit, also es sind halt, ich glaube, bei mir sind es 2,5 Kilometer oder so. Aber es, also ja, Bewegung ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ein Spaziergang ist halt kein Sport. Sehe ich halt immer so. Also ich mache halt lieber noch ein bisschen was zusätzlich. Aber ich will auch gerade ein paar Kilo verlieren. Von daher ist ein bisschen mehr Sport nicht verkehrt. Oh, Alter. Trizeps hasst mich, ne? Oh. Danke, dass ihr alle gerettet habt. An dem Tag, an dem ich mich verwandelt habe, hatte ich das Dorf verlassen. Ich bin zurück ins Dorf, aber da waren sie schon alle weg. Und seitdem habe ich nach ihnen gesucht. Die Monster sind weg, aber ich verstehe nicht, warum wir nicht wieder normal geworden sind. Ist irgendetwas Ungewöhnliches geschehen, bevor ihr so geworden seid? Mal überlegen. Am Tag zuvor gab es hier einen Workshop zum Thema Bauchmuskelübungen. Aha! Moment. Verwandle ich mich morgen jetzt auch in den Geist? Hold up. Da! Bauchmuskelübungen? Das kann nur einer gewesen sein. Der Trainer war so ein Mann, der die ganze Zeit mit seinen Bauchmuskeln geredet hat. Ich stell's mir einfach gerade bildlich vor. Oh. Kein Zweifel. Wirrland. Na, da fühle ich mich doch wie zu Hause. Trinken will auch gelernt sein. Na dann. Thank you.
Combo. Schwungvolle Bewegungen. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, Knie schön nach oben. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, Hälfte geschafft. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, senken, heben. Links, rechts, senken, heben. Noch 10. Rechts, senken, heben. Links, rechts, noch 5. Heben. Links, rechts, senken, heben. Links, perfekt. Applaudier. Beim Ausatmen Spannung im Bauch. Wähle eine Übung zum Angreifen. Armdrehung. Die Arme drehen. Uno, los, uno, okay. Uno, los, uno, los, uno, los, uno, okay. Uno, los. Streck den Rücken schön nach oben. Spitzenleistung. Gegen den Bauch und dreh den Oberkörper zur Seite. Großartig! Keine Eile, ja? Weiter drücken. Glück gehabt. Überkopfbeuge. Und los geht's. Bei dieser Übung die Knie leicht beugen. Superklasse. Spitze! Okay! Jawohl! Schön! Du bist spitze! Okay! Perfekt! Toll! Super! Okay. Superklasse. Gut. Fantastisch. Genau. Wunderbar. Ganz toll. Gut gemacht.
gekämpft. Runter in die Hocke. Und hoch. Abschluss! Das lief ganz okay. Da wir nun im Bild wären, sollten wir Abdo umgehend einen kleinen Besuch abstatten. Aber wenn Abdo hier ist, wo könnte dann Draco nur stecken? Ich zerbreche mir immer noch den Kopf über jene Macht, von der Draco gesprochen hat. Ja, ich glaube, Pause ist gleich ganz okay. Lass mich nochmal kurz was gucken. Oh nee, 9 Minuten ist jetzt too much. Haben wir noch mehr Sidequests? Irgendwas Kleines würde ich noch machen. Was möchtest du denn? Du möchtest doch bestimmt wieder, dass wir irgendein Level laufen mit möglichst wenig Schritten. Oh, ganz schöner Nebel, was? Hoppla. Ach Mist, war ja klar, das passiert immer, wenn ich... Es ist jedes Mal der gleiche Text, oder? Das ist halt original einfach derselbe Text wie schon die 18 Mal davor. Okay, aber ja, höchstens 200 Schritte. Can do. Das machen wir noch. Das finde ich okay. Das finde ich okay. Nicht, dass wir die 600 Münzen gerade brauchen, aber hey. Los geht's! Weiter! Thank you.
gelaufen. Runter in die Hocke. Und hoch. Abschluss! Puh. Also, merke, dieses Ringziehen oben dranhängen und stoppen geht ganz gut, wenn man nicht nur den Ring loslässt, sondern auch leicht zusammendrückt. Dann realisiert das Spiel tatsächlich, hey, ich möchte anhalten. Alright, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit der Übung, die wir gerade reingenommen haben, glücklich werde. Aber gucken wir mal. Das finden wir beim nächsten Mal raus. Jetzt auf jeden Fall was trinken. Haben wir zufällig schon... Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen bestimmt erst... Weiß ich nicht. Ich wüsste ganz gerne, was wir bei den beiden Teilen... Also die kommen garantiert nochmal als Sidequest. Würde ich denken. Ich wüsste gerne, was wir da erreichen müssen. Aber gut, auch das finden wir vermutlich nächstes Mal raus. Cooldown für heute. Achso, nee, verlassen, nicht fortfahren. So, Blick aufs Training. 36 Minuten, das ist okay. So, was haben wir denn heute so erreicht? 500 Mal Beinheben, okay. Ich habe das Gefühl, als hätte ich die 500 Mal heute gemacht. 100 Mal Bodenpresse. Ja, okay. Sonst nichts? Okay, dann Stretching. Das statische Stretching beginnt. Den Ringhorn brauchst du nicht. Höre stets auf deinen Körper und dehne dich nur so weit du kannst. Strecke den linken Arm zur Seite und halte ihn mit dem rechten fest. Drücke den Arm an dich und dehne die linke Schulter. Und nun die andere Seite. Dehne dich langsam, ohne zu federn. Langsam zurück. Stütze deine Hände auf den Hüften ab. Neige den Oberkörper zurück, aber nur so weit, wie es sich gut anfühlt. Nicht zu weit. Die Dehnung muss angenehm bleiben. Und langsam zurück. Stehe breiter, hebe die Arme und fasse das linke Handgelenk. Ziehe leicht an dem Gelenk und beuge dich nach rechts, um die Seite zu dehnen. Nun zurück, die Hand wechseln und zur anderen Seite beugen. Nicht nach vorn oder hinten beugen, sondern nur zur Seite. Langsam zurück. Stehe mit geschlossenen Beinen und entspanne dich. Atme beim Vorbeugen aus, danach langsam wieder ein. Wir bleiben etwas in dieser Position. Die Knie leicht beugen und langsam wieder aufrichten. Winkle das linke Bein an und halte den Fußknöchel hinter dir. Ziehe das Knie nach hinten, um den Oberschenkel zu dehnen. Und nun die andere Seite. Greifst du die Fußspitze, werden auch die Schienbeinmuskeln gedehnt. Und langsam zurück. Das Stretching ist zu Ende. Gut gemacht. Alright. So, Fitness-Tipp. Welche Vollkornsorten gibt es? Viel mehr als viele denken.
Nicht jeder weiß Bescheid über die Vielfalt an Körnern. Das Angebot verschiedener Erzeugnisse ist so groß wie die Zahl der möglichen Zubereitungsarten. Ob Amaranth, Buchweizen, Bulgur, Dinkel, Farro, Gerste, Hafer, Quinoa, Reis, Roggen, Sorghum, Hirse, Teff, Weizen oder Wildreis. Eine riesige Geschmacksvielfalt wartet darauf, entdeckt zu werden. Wow, ich habe das Bedürfnis, das mit so einem richtig ekligen Werbesprech zu machen. Aber nein. Schon fertig mit Sport? Weißt du, ich mache hier Sport und du pennst ein. Und dann noch beschweren. Ganz ehrlich. Unglaublich. So, wie spät haben wir es denn jetzt? 12.30 Uhr. Ich glaube, ich gehe hier mal tatsächlich nur in den Pausenmodus, oder? Wobei, eigentlich ist es völlig egal. Mache ich den Stream aus oder nicht? Ah doch, ich muss sowieso Mikro umstöpseln und so. Ja, dann kann ich euch kurzzeitig irgendwo rüberschieben. Lass mal gucken. Nein, nicht wirklich. Auch einfach noch zu früh auf den Sonntag. Okay, dann mache ich den Stream hier erstmal aus und bin so in einer guten Dreiviertelstunde ungefähr wieder da. Dreiviertelstunde bis maximal Stunde. Dann geht's weiter mit Anima. The Reign of... Ich will ja mal Terror sagen, aber es ist Reign of Darkness. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Falls wir uns nicht wiedersehen sollten, angenehmen Tag noch. Und... bis denn dann irgendwann. Macht's gut, haut rein und tschüss.